Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter des jüdischen Lebens in Berlin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Berlinerinnen und Berliner. Uns allen haben sich wahrscheinlich die entsetzlichen Bilder und Berichte ins Gedächtnis gebrannt, die uns seit dem frühen Morgen des 7. Oktober aus Israel erreicht haben. Die gezielte Ermordung von Jüdinnen und Juden, die Vergewaltigung von Frauen, das Köpfen von Kindern und die Verschleppung von hunderten Menschen als Geisel, allein weil sie Jüdinnen und Juden waren. Das ist ein barbarischer Gewaltakt. Dafür gibt es keine Rechtfertigung und auch keine Kontextualisierung, die das in irgendeiner Weise erklärbar machen würde. Es ist ein abscheuliches Verbrechen. Berlin trägt als die Stadt, von der aus die Shoah geplant und durchgeführt wurde, eine besondere Verantwortung. Wir sind dankbar, dass zu Berlin heute wieder ein vielfältiges, religiöses, säkulares und kulturelles jüdisches Leben gehört. Und es gehört zum Selbstverständnis unserer Stadt, dass heute Menschen aus aller Welt, die vor Verfolgung, Krieg und Unterdrückung geflohen sind, hier ihr Zuhause haben. Und gerade deshalb ist es unsere Pflicht für ein friedliches und menschliches Miteinander, vor allem aber für den Schutz von jüdischen Einrichtungen und jüdischem Leben in Berlin zu sorgen. In diesem Sinne wäre es natürlich wichtig gewesen, dass heute die demokratischen Fraktionen ein gemeinsames Zeichen gegen Antisemitismus und Terror setzen und Parteidifferenzen dahinter zurückstehen. Es ist bedauerlich, dass die CDU-Fraktion sich dazu nicht durchringen konnte, obwohl wir schon sehr lange im Bereich der Antisemitismusprävention überfraktionell zusammenarbeiten und der Regierende hier zu Recht auch die gemeinsamen Aufgaben betont hat. Die Dringlichkeit, in dieser Situation zusammenzustehen, ist uns auch deutlich geworden in unserem Gespräch heute Morgen mit den jüdischen Vertreterinnen und Vertretern unserer Stadt. Meine Damen und Herren, mehr als 1.300 Menschen wurden bei der Terroroffensive ermordet. Unterschiedslos von Säuglingen bis hin zu Holocaust-Überlebenden. Es war der verheerendste Massenmord an Jüdinnen und Juden seit der Shoah und er bedeutet einen tiefen Einschnitt in die Geschichte von Israel, aber auch in die Geschichte von Jüdinnen und Juden weltweit. Zumal die Hamas und inzwischen auch die Hisbollah international zu antisemitischem Terror aufgerufen hat. Ziemlich genau 3 Jahre nach dem versuchten rechtsradikalen Massaker in einer Synagoge in Halle blieben in Berlin aus Angst Synagogen leer. Jüdische Kinder konnten die Schule nicht besuchen, Restaurants konnten nicht öffnen und Maccabi konnte nicht spielen. In der Nacht zu gestern gab es einen Brandanschlag auf die jüdische Gemeinde in der Brunnenstraße. Wohnungen und Häuser, in denen Jüdinnen und Juden leben, wurden markiert. Das ist unerträglich und es ist absolut unbegreiflich und nicht zu tolerieren, wenn dieser Terror als Widerstandskampf verharmlost oder gar glorifiziert wird. Das werden wir nicht akzeptieren. Das erklärte Ziel der Hamas ist die Zerstörung Israels und die Errichtung einer islamistischen Diktatur in Palästina. Unterstützt wird sie dabei von dem iranischen Regime, das mit brutaler Gewalt gegen die feministisch geführte Revolution im Iran vorgeht. Die palästinensische Bevölkerung gilt seit 1948 den umliegenden Regime als veritables Faustpfand, wenn sie Gründe benötigen, Stimmung gegen Juden und Israel zu machen. Syrien, Jordanien, Libanon und Ägypten geben den meisten Palästinenserinnen und Palästinensern auch in der 5. Generation keine Chance auf die jeweilige Staatsangehörigkeit, weil der Rückkehrwille lebendig gehalten werden soll. Wir werden hier jetzt den Nahostkonflikt selbstverständlich nicht lösen können und in allen seinen Facetten ausführen. Aber wir sind uns hoffentlich einig, dass die ägyptische Regierung endlich die Grenze öffnen muss, um die Zivilbevölkerung die Möglichkeit zur Flucht zu geben. Und ich rufe auch von dieser Stelle noch einmal die Bundesregierung dazu auf, sich dafür einzusetzen. Die Zivilbevölkerung darf nicht zwischen IDF und Hamas zerrieben werden. Es droht eine katastrophale humanitäre Situation. Dieses Ausmaß muss verhindert werden.
Und so wie Israel das völkerrechtlich verbriefte Recht hat, sich selbst zu verteidigen gegen den Terror der Hamas, haben die Menschen in Gaza das völkerrechtlich verbriefte Recht auf medizinische Versorgung und die Versorgung mit Wasser und Nahrung. Und deshalb ist es richtig, dass Israel einen Korridor, einen Versorgungskorridor ausgehandelt hat mit Ägypten. Das erleichtert uns sehr. Finanziert wird die Hamas besonders von zwei Seiten, dem iranischen Mullah-Regime und dem Emir von Katar. Letzterer ist ja seit letztem Jahr ein gern gesehener Geschäftspartner der Bundesregierung. Und entsprechend sollte Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock dringend unserer Staatsräson dadurch Ausdruck verleihen, dass sie ihren Einfluss ihm gegenüber auch geltend macht. Deutschlands Energiesicherheit darf weder vom russischen Möchtegern-Zaren noch von antisemitischen Terrorfinanziers abhängig sein. Über 1.300 Menschen mussten sterben, vermutlich auch, weil die Hamas die diplomatische Annäherung zwischen Israel und der Arabischen Liga unterminieren will. Sollte dieser Prozess nämlich erfolgreich sein, müsste sich die Hamas in Gaza fragen, warum sie weiterhin den Großteil der humanitären Mittel für die öffentliche Infrastruktur in eine Terrorkampagne fließen lässt, die nicht mal mehr die Unterstützung in den anderen arabischen Staaten genießt. Hamas würde dadurch vollständig abhängig werden von der Unterstützung aus Teheran. Ich weiß noch, wie ich im vergangenen Jahr mit tausenden anderen gemeinsam in Solidarität mit der feministischen Revolution im Iran am Großen Stern demonstriert habe. Wir riefen damals Jin Jian Asadi, Frau, Leben, Freiheit. Das war ein starkes Zeichen, das international Widerhall fand und das auch die Frauen im Iran erreicht hat. Wer damals Jin Jian Asadi gerufen hat, der kann jetzt nicht Yalla Intifada rufen. Hamas und Hisbollah dienen demselben verbrecherischen Mullah-Regime, das die Frauen im Iran unterdrückt. Und deren Weltbild und Ideologie unterscheidet sich nur optisch vom völkisch-patriarchalen Weltbild, das hierzulande viele Rechtsradikale propagieren. Es ist heute schon angesprochen worden, die perfide Strategie der Hamas besteht darin, die Menschen, die in Gaza leben und auch deren Angehörige überall auf der Welt als Geiseln zu nehmen. Die einen wortwörtlich und die anderen emotional in ihrer Sorge um Familie und Freunde, in ihrer Verzweiflung, nichts an der Situation ändern zu können, in ihrer Frustration, die leider viel zu oft in Wut und Hass umschlägt. Diese Wut und diesen Hass, denen müssen wir die Grundlage entziehen. Und das können wir nicht, indem wir ausgrenzen und diskriminieren. Trauer, Sorge und Wut über den Verlust von Angehörigen müssen in unserer Gesellschaft besprechbar sein. Sonst haben die Propagandisten leichtes Spiel. Und wozu das führt, sehen wir beispielhaft an der medialen Diskussion über die vermeintliche Bombardierung eines Krankenhauses mit angeblich hunderten Toten. Ich will mir nicht ausmalen, wie es sich für Menschen anfühlen muss, die Angehörige vor Ort haben, die keine Möglichkeit haben zu fliehen und die solche Nachrichten erreichen. Ihre tiefsten Ängste werden hier zum Propagandainstrument gemacht. Dem kann man nur durch Empathie, Besonnenheit und natürlich durch Aufklärung und Richtigstellung begegnen. Für ein friedliches Miteinander in Berlin sollten wir keine Pauschalisierung vornehmen. Es ist keine Lösung, das Tragen einer Kufia, dem sogenannten Palästinensertuch, und aller palästinensischen Symbole an Schulen zu verbieten und die Lehrerinnen und Lehrer mit der Durchsetzung und den damit einhergehenden Konflikten alleine zu lassen. Pauschale Verbote fördern Sprach- und Hilflosigkeit und sind deshalb kontraproduktiv. Stattdessen brauchen wir sofort eine Offensive von Bildungs- und Dialogangeboten. Wir haben dafür versierte und engagierte Partnerinnen und Partner in Berlin. Ausgerechnet diese sollten ja laut Senatsentwurf von empfindlichen Kürzungen betroffen sein. Ich habe gestern lange mit der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus gesprochen. Sie sind bereit, in dieser Krisensituation alles zu tun, um dazu beizutragen, den gesellschaftlichen Frieden in Berlin zu schützen. Sie sind spezialisiert auf Dialogformate mit jungen Menschen, mit migrantischen Communities und mit Menschen, die unterschiedliche persönliche Zugänge zu diesem Konflikt haben. Dafür können wir sehr, sehr dankbar sein. Unsere Pflicht ist es, Ihnen dafür alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam eine Offensive für Antisemitismusprävention und politische Bildung starten, die auch im Haushalt abgesichert wird.
Und meine Damen und Herren, ich bezweifle auch, dass es das Gebot der Stunde ist, jetzt schnell einen Studienauftrag zu geben. Es arbeiten und forschen viele in dieser Stadt seit Jahren kontinuierlich zu unterschiedlichsten Formen von Antisemitismus. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus und das Jüdische Forum leisten hervorragende Arbeit in der Dokumentation und Einordnung antisemitischer Vorfälle und sie stellen uns dadurch Erkenntnisse zur Verfügung, die die Kriminalstatistik nicht hergibt. Es muss jetzt darum gehen, deren Arbeit auch dauerhaft abzusichern. Pauschale finde ich auch. Und pauschale Verbote von pro-palästinensischen Demonstrationen sind auch keine vernünftige Lösung für ein friedliches Zusammenleben. Und wenn Sie da an dieser Stelle auf mich nicht hören wollen, dann vielleicht zumindest auf den CDU-Innenminister Reul aus NRW. Er sagt, ein Verbot von pro-palästinensischen Demonstrationen in Deutschland sei juristisch ungeheuer schwierig. Das Recht der freien Meinungsäußerung sei ein hohes Gut in Deutschland, selbst wenn es die, ich zitiere, schrägste, verrückteste und bekloppteste Meinung sei, könnten Menschen an ihren Äußerungen nur gehindert werden, wenn damit die öffentliche Sicherheit oder die anderer Menschen gefährdet wird. Und genau da ist die Trennlinie. Das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen, die Hamas oder die Hezbollah zu unterstützen oder deren Taten zu begrüßen und zu glorifizieren, ist keine schräge, verrückte oder bekloppte Meinung, sondern gefährdet die öffentliche Sicherheit und gehört unterbunden. Und wenn auf der Sonnenallee Hassparolen skandiert werden, wenn Gewalt angedroht oder sogar ausgeübt wird, dann muss die Polizei selbstverständlich eingreifen. Aber wenn Menschen sich treffen, um Anteilnahme und Sorge um die Bevölkerung in einem Kriegsgebiet auszudrücken und für Frieden zu demonstrieren, dann muss die Berliner Polizei das ermöglichen und gegebenenfalls auch absichern. Diese Differenzierung mag im Einsatzgeschehen nicht immer ganz leicht sein, das kann ich mir vorstellen, aber sie ist unabdingbar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in dieser Zeit müssen wir uns alle fragen, was wir dazu beitragen können, den gesellschaftlichen Frieden zu schützen und zu verhindern, dass Hasspropaganda erfolgreich ist. Und wenn mein langjähriger Genosse, der jüdische Sozialist Andrei Hermlin, seinen Platz nicht mehr in unserer Mitte sieht, dann muss das meine Partei zum Nachdenken bringen. Und wir alle müssen reflektieren, wie tief antijudaistische Klischees in unserer Gesellschaft verankert sind, dass sie von prominenten Intellektuellen im Öffentlich-Rechtlichen verbreitet werden und wie anschlussfähig antisemitische Verschwörungsmythen und Geschichtsrevisionismus gerade in Krisenzeiten sind. Antisemitismus kommt auch aus der Mitte der Gesellschaft. Die Mitte-Studie hat ergeben, dass sich der Anteil der Bevölkerung mit verfestigten antisemitischen Einstellungen innerhalb von 2 Jahren vervierfacht hat. Das zeigt sich auch nicht zuletzt an den jüngsten Wahlerfolgen einer rechtsextremen Partei, die jüdische Religionsausübung wie Schächtung und Beschneidung verbieten will, die Geschichtsrevisionismus und antisemitische Verschwörungsideologien verbreitet und in Bezug auf das Gedenken an die Opfer der Shoah immer wieder von Schuldkult schwadroniert. Und das sind die gleichen Leute, die jetzt von importiertem Antisemitismus sprechen. Deutschland bleibt historisch der unangefochtene Exportweltmeister für Antisemitismus, meine Damen und Herren. Und das zeigt sich hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Berlinerinnen und Berliner bangen in diesen Stunden immer noch um Angehörige oder sie trauern um Ermordete. Ihnen allen gilt unser Mitgefühl und unsere Empathie. Es ist unsere Aufgabe, ihnen Trost zu bieten und den gesellschaftlichen Frieden in Berlin zu behüten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Terrorpropaganda der Hamas auch in Berlin Früchte trägt und unsere Stadt mit Angst, Hass und Spaltung überzieht. Ich schließe mit dem frommen Wunsch, Shalom Aleichem, Salam Aleichem, Frieden für alle.